Ich begrüße euch hier aus dem German Treasure Hunter Studio mit dem letzten Video für das Jahr 2014. Mit diesem Video wollen wir uns bei euch bedanken und besonders natürlich auch für die über 1500 Abonnenten in nur wenigen Monaten, die auf unserem YouTube-Channel sich eingefunden haben. Es werden täglich mehr, das freut uns natürlich sehr. Und wir möchten uns ganz persönlich bei euch bedanken für diesen tollen Zuspruch. Ich möchte mich bedanken bei allen Leuten, die unsere Videos teilen und natürlich auch bei unserem Sponsor nuggets.at, der uns auch im nächsten Jahr wieder begleiten wird mit tollen Aktionen. Wir haben schon richtig coole Pläne. Unter anderem werden wir einen Burggraben absuchen und da versprechen wir uns wirklich ganz tolle Funde. Außerdem fahren wir mit euch zusammen an die Nordsee, werden eine Strandfolge drehen. Dann begebe ich mich außerdem auf die Suche nach dem Goldring meines Großvaters. Auch das wird für mich persönlich sehr emotional, sehr spannend. Eine tolle Folge erwartet euch da. Und was habe ich noch vergessen? Den Nazi-Garten und eine Waldfolge. Also es ist ein tolles, volles Programm für euch mit dem German Treasure Hunter in 2015. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wir machen jetzt ein bisschen Urlaub und sehen uns Anfang Januar wieder. Und jetzt gibt es noch einen Fund, den wir für euch vorbereitet haben, der euch speziell ganz viel Glück bringen soll. Uns natürlich auch. Und den gucken wir uns jetzt noch gemeinsam an. Kommt gut rein. Schöne Feiertage bis 2015. Ich kann es schon fühlen. Ich fühle es. Ach du Scheiße. Ein Hufeisen. Ja. Wenn das kein Glück bringt für 2015. Gut, das war auch wieder richtig tief unten. Aber ist ja auch kein kleiner Gegenstand, von daher nicht verwunderlich. Handgranate! Das ist ein alter Flock oder sowas. Oder ein Marschallstab aus der Nazi-Zeit. Das könnte natürlich auch sein. Kannst du das bitte mal filmen? Komm. Wir haben hier ein Loch gegraben, das liegt hier auf... Der Pinpoint ist ganz drin. Nochmal 10 cm drauf. Liegt hier auf 30, 35 cm. Und es sieht mir ganz verdächtig nach einem verschissenen Kronkorken aus.